Stell dich vor. Ja, hi, ich bin der Sam, 28 Jahre alt, komme aus Frankfurt. Und sonst so? Bist verheiratet, hast du eine Freundin? Sonst, ja, hab die Chefin dabei, natürlich. Die Chefin, jawohl. Man kann sagen, Sam hat echt viel Glück mit seiner Vorgesetzten. Also ich habe heute die Chefin mitgebracht, meine Frau. Kennengelernt haben wir uns eigentlich beim Einkaufen im Supermarkt. Er hat mich angesprochen. Sag mal, in der Beziehung habe ich die Hosen an, aber sie sagt mir welche, ja. Ein eingespieltes Team. Ohne sie wäre ich, glaube ich, nicht hergekommen. Wie lange seid ihr schon zusammen? 5 Jahre jetzt, ja. Und du bist wie alt, was hast du gesagt? 28. Okay. Genau, sie auch. Wir haben eine kleine Tochter, 3 Jahre alt. Sehr schön, ja. Ist sie auch dabei? Nein, wir wollten sie ein bisschen richtig aushalten. Das ist ein bisschen vielleicht so viel für ein Kind. Als Papa ist es schön, ja. Es ist ein toller Weg einfach, ja. Es ist schön, so ein kleines Lebewesen einfach an seiner Seite zu haben. Und ja, hätte ich mir eigentlich nicht so erträumt. Und du wirst Superstar? Ich hoff's. Warum wirst du Superstar? Ja, ich denke, so von der Art her und vom Typ her könnte das vielleicht was sein. Ich bin halt einfach, wie ich bin. Ich verstell dich nicht. Manchmal laut, manchmal leise, manchmal Quatsch, manchmal ernst. Beste Voraussetzung wäre natürlich, wenn man sagt, okay, du bist super, wir machen was mit dir. Sam braucht eine zweite Chance. Ich habe musikalisch schon versucht, andere Wege zu gehen. An denen bin ich ein bisschen gescheitert. Ich bin einfach zu jung, zu blauäugig da durch die ganze Sache durchgegangen. Ja, das war, sag ich mal, meine erste musikalische Niederlage, ja, mit der ich auch ein bisschen zu kämpfen hatte. Ich bin zwar groß und schwer, aber bin halt echt sehr sensibel, ja. Wenn deine Gesangsstimme ist so wie deine Sprachstimme, dann müsste das gut. Also hab ich Hoffnung, ja. Ja, normalerweise ja, heute ist die Stimme ein bisschen, aber hört ihr wahrscheinlich den ganzen Tag. Was hast du, erkältet? Oder? Ich weiß es nicht, ich habe starke Schmerzen hier vorne im Kehlkopf. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen einen Auftritt gehabt, bin jetzt auch alles über Nacht, bin hierher gekommen und so weiter und so fort. Ich habe schon versucht, mich einzusingen, aber die hohen Töne sind noch nichts. Was singst du denn für uns? Ja, ich habe vorbereitet Pony von Genuine. Ja. Ja. Ja, mach mal gleich. Ja, dann Adele, Easy on Me und Hold Me While You Wait von. Ja, erstmal Pony. Ja. Mich interessiert Pony, aber halt's uns mal ein. Ja, ich hoffe, das klappt jetzt, ne? Gib dein Bestes einfach. Es muss klappen. Wenn du eine schöne Stimme hast, dann hört man es auch. Ja, ich hoffe. Ja. Der muss singen können. For a partner, someone who knows how to ride without even falling off. Gotta be compatible, then takes me to my limits. And girl, when I break you off, I promise that you won't wanna get off. If you're horny, let's do it right. Alter! Du hast absolutes Zeug zum Superstar. Du siehst gut aus. Alles kannst du bewegen. Freshen Style. Dieser Sound. Boah. Ich hab nur Bier, das Gesicht die ganze Zeit. Ich hab so gehofft, dass du ablieferst. Du hast abgeliefert. Geil. Also soulmäßig von der Stimme her bist du mit Abstand der Beste, was ich jetzt hier bisher gehört habe, ja?
Und ansonsten, man kann ja gar nicht, du bist voll im Groove. Du bist, hast eine tolle Stimme, da kann man nichts besser machen. Das kannst du so auf eine Platte pressen, das ist total geil. Mehr geht nicht. Sehr, sehr geil gemacht. Also du musst eigentlich richtig weit gekommen, wirklich. Ja. Hier, der. Da schnacken wir nicht lang rum. Nimm den Zettel. Yes, boy. Boah, Junge, ey. Richtig geil. Du hast es drauf, du. Ich hoffe, die Chefin ist stolz auf dich. Ja, kann sie sein. Ja. Und? Sehr gut. Kennt auch stolz auf. Ja. Boah, guck mal hier. Dankeschön. Danke dir. Euch noch einen schönen Tag. Ja. Danke dir auch. Guck mal, das sind echte Emotionen, die brauchen wir hier. Geil. Guck mal, was ein Mann hier steht und trotzdem, du hast so eine Freude gerade, weil es dich einfach berührt, dass du es geschafft hast. Und geh raus, deine Frau hat dich lieb, du hast es mehr als verdient. Wir haben dich doch mehr lieb. Ja. Ich hab dich mehr lieb, Digga. Ich danke euch vielmals, habt einen schönen Tag. Tschüss. Danke, gut, tschüss. Ciao. Ja, ich bin gerade echt überwältigt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Boah, fällt mir alles gerade schwer. Auch seine Stimme war halt mega, ne? Der hat angefangen, wir waren alle gleich so, okay, geil. Endlich noch so einen Kandidaten, den wir unbedingt brauchen in der Show. Ich finde, so jemand hat noch gefehlt. Wir sagen Danke, Chefin.